hier ist Sonja und wir spielen heute Master Builders und bauen ein futuristisches Haus. Das hier ist Pro-Modus, das heißt, wir haben tatsächlich auch mal ein bisschen Zeit, das zu bauen. Wir haben tatsächlich, glaube ich, auch bei Tops schon mal ein futuristisches Haus gebaut, da habe ich aber leider nicht gewonnen. Enttäuschendsterweise. Ich weiß nicht, was da schief gelaufen ist. Und, da hat schon gefragt. Guck, Chaos-Lady fragt sich gerade, was das ist. Wir sind immer noch mit den gleichen Leuten in einem Team, weil Flo die vorhin eingeladen hat. Weil wir vorhin eine Runde Murder Mystery aufgenommen haben und dann waren halt drei Leute, die hießen Chaos, Leni, Chaos, irgendwas und wie ist die dritte? Das ist doch geil. Linda? Ja. Ich mache jetzt diesmal nicht den Fehler, dass ich ein zu großes Haus baue. Ja, ich mache das. Das habe ich nämlich letztes Mal ein bisschen verhauen. So, ich mache jetzt erstmal hier ein Rundgerüst. Ich glaube, das wird schon wieder hässlich. Ich baue mein Traumhaus jetzt, okay? Ich baue mein Traumhaus. Das heißt, es kommt so eine 10er-Garage, so eine GTA-Garage. Ja. Nice. Nee, es gibt bei GTA gibt's das mit einer 24-Platz-Garage. Haben die GTA? Die haben dieses. Ehrlich? Ich meine, ich kenne die GTA-Garage, aber. Wo du mit einem Aufzug hochfährst mit dem Auto. Ja. Das ist sick. Das ist richtig sick. Ja, das ist richtig nice. Ihr müsst mal GTA spielen. Ich hab GTA richtig gerne gespielt ab und zu. Ja, aber. Aber halt bei Freunden. Ich hab's nicht selber. Ich hab ja auch keine Konsole. Ja. Du brauchst auch keine Konsole. Ich weiß, aber ursprünglich haben das die Leute immer in der Konsole gespielt, die das gespielt haben. So die OG-Leute. Ja. Jedenfalls war das bei mir in der Freundesgruppe so. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch war. Ich hab meine Konsole am Anfang vergessen. Ich bin so ein Idiot. Warte mal. Ich hab vergessen, Glas da reinzubauen, aber was ist ein futuristisches Haus ohne Glas? Ich hab gedacht, du hast wieder vergessen, die Aufnahmetaste zu drücken. Ja, das dachte ich aber jetzt auch. Ja, ne, irgendwie schon. Wird passen. Wäre plausibel. Das ist schon frech, was ihr hier eigentlich macht. Hat das vielleicht schon mal jemand gesagt? Das ist mir egal. Mhm. Alles klar, Tobias. Ja. Das ist Krieg, ja. Ne? Wie, was? Krieg? Krieg. Krieg? Wieso Krieg? Siegfried. Krieg ist ein Charakter aus Borderlands. Wirklich? Ja. Ehrlich? Ja, das ist ein Psycho. Ja. Krass. Wirklich? Passt doch. Ja, passt zu mir. Hab ich auch gespielt. Hab ich mir gedacht. Ja, es ist, Ronja, sag mal. Mal. Magst du eigentlich Toastbrot? Ja, aber lustige Geschichte bezüglich Toastbrot. Mein einer Kumpel isst nur Toastbrot. Und jedes Mal, wenn man isst, oh ja, was machst du dir? Oh, ich hab echt Hunger. Ich glaube, ich mache mit Toast. Es ist wirklich schlimm. Der ernährt sich nur von Toastbrot. Das ist ein richtiges Trauerspiel. Ich kenne da eine, die ernährt sich nur von Nichtfleisch. Das ist echt schlimm. Ja, ich weiß auch nicht, wie du meinst, aber. Hat keine Ahnung, die hat auch irgendwie, weiß ich nicht, die hat ja auch irgendwie so Katzen und irgendwie redet sie jeden Tag über diese Katzen. Bitte, die war gestern krank, was soll ich machen? Soll ich es einfach ignorieren? Soll ich sagen, vielleicht Schauspielerin. Nein, die hat sich gefühlt 100.000 Mal übergeben. Ja, dann hat sie ich weiß, also das ist echt nicht gut, weil das schmeckt man im Nachhinein, wenn man es kocht. Ja. Da schmeckst du die Kotze raus, das ist nicht gut. Kenn ich auch. Das ist gemein. Flo ist ein schlechter Mensch. Ja, wieso schlechter Mensch? Also, das schmeckt ja echt nicht. Ich meine Schildkröten nicht. Ja, weil deine Schildkröten rechtzeitig erkannt haben, was du hier für jemand bist und weggerannt sind. Die haben die Flucht ergriffen. Die eine hat doch gepiept qualvoll. Die wollte transzendieren. Mhm. In eine höhere Lebensform. Das kannst du nicht wissen. Hast du jetzt schon mehrmals erzählt? Ich glaube dir die Geschichte immer noch nicht. Ey, wie sieht euer Haus aus? Wie sieht euer Haus aus? Hässlich. Und deins? Was geht euch? Also, sagen wir mal so, es ist jetzt kein architektonisches Meisterwerk, aber es meint schon. Okay, alles klar, gut, dann freut es mich, dass meine Gewinnchancen gerade gegen null gehen. Weißt du, du musst selbst überzeugt sein. Ja. Okay. Du hast wahrscheinlich wieder irgendwie Kacke gemacht. Ich weiß es jetzt schon. Was soll ich? Nein, jetzt. ich hab legit keine Kacke gemacht. Sicher, Flo. Also meinst du es nicht so gut? Wirklich nicht. Also ich glaube, ich... du mich jetzt auch nicht an? Ich farm mir mein Legendary von der Chaos Gang hier. Man kennt's, die Chaos Gang. Ich glaube, die sind gelieft. Ne, Chaos Leni, Chaos Lara ist noch da. Meinst du, aber ich glaube, die andere muss auch aufgehen. Ja, eine ist raus, glaube ich. Ja, Chaos Linda hat gesagt, sie muss gehen. Wahrscheinlich hatte die... Achso, ja. Ja, sie ist gar nicht mit hier reingejoint. Na dann. Chaos Gang. Was, vielleicht hat der was Wichtiges zu tun. Ja, wahrscheinlich. Vielleicht. Im Sommer. Ja. Abendessen ist zu früh. Vielleicht muss er einfach nur kacken gehen. Ja, manchmal muss das so sein. Ja, also. Einfach so, ja, ne? Warte, habe ich ganz strategisch falsch gemacht. Ich weiß aber nicht, warum. Ja, gut, Ronja, das ist mir gewohnt von dir. Das ist irgendwie nicht gut, was ich hier... Was tue ich hier? Ja, das fragen wir uns auch mal. Was tue ich... Was tut man denn hier im Leben auf diesem Planeten? Ja. Wo ist dies? Wie tief kann man sich die Gabel in die Nase schieben? Das sind solche Fragen, die stellt sich eigentlich keiner.
Das stellt sich Ronja jeden den Tag. Den Stift. Welchen Stift? Die Kreide. Wir hatten mal einen Typen in der Klasse. Ich hab nur drei Minuten, jetzt bin ich hier langsam im Stress. Einer meiner Klasse hat mal eine Kreide gegessen. Dann hat er eine voll die komische Stimme gehabt für den Tag. Warum wundert mich das irgendwie bei dir? Warum würde man Kreide essen? Weißt du, was da passiert? Ja. Nein, achso. Ja, super. Gute Begründung, ja. Der Typ hat auch im Kindergarten immer gesagt, er ist ein Bagger und hat den Sand gegessen. Ja, aber im Kindergarten kann das passieren. Und dann hat er halt eine Kreide gegessen, weil er irgendwo gehört hat, ja, da kriegst du eine hohe Stimme und sagt, geil, Mann, Upgrade. Also, ich hab hier irgendwie ein Konzept am Anfang gehabt, aber dann war alles schief und scheppern. Jetzt sind die Fenster nicht auf einer Höhe. Schief ist Englisch und Englisch ist modern. Hä? Wieso ist schief denn Englisch? Schief ist ein deutsches Wort. Nein, schief. Schief. Ja, schief. Nicht gerade schief. This is it, Chief. Chief Wiggum. This post right here. Eieiei. Ja. Ey, meins läuft aber ganz gut. Ich bin zufrieden. Ich glaube, der Oscar ist drin. Freut mich. Der Oscar ist drin. So, würdet ihr nicht sagen? Ich weiß nicht. Ich hab den jetzt ja nicht bei gesehen. Dir, generell nein. Ich hab eine Garage hier. Eine Garage? Das ist schon ziemlich cool, ne? Eine Garage? Ja, ich mache jetzt hier noch so Dings hin. Man kann zwar in Mainz, glaube ich, wahrscheinlich nicht rein, aber das ist besser, weil es ist halt leer innen. Ja, man kann in Mainz auch nicht rein. Mainz ist mehr so ein Modellding. Zack, zack, okay, man kann jetzt hier reingehen. Okay, Türen. Ist hässlich. Ja, check. Alles klar. Mainz ist echt geil. Mainz sieht nicht bad aus. Okay, was haben wir denn hier? What? Okay, oh, das ist echt gut, sorry. Er hat genauso viel Zeit gehabt wie wir, aber der hat so ein Riesending gebaut. Da kann man da überhaupt reingehen? Ich gebe dem gut. Es sieht nicht super futuristisch aus. Flo-Seins, das ist Flo-Seins, oder? Das ist nicht meins, der. Es ist halt von der Rückseite, ist da halt nichts, ne? Ah. Was haben wir denn? Smoothies. Oh, das ist klein. Aber. Das könnte Flo-Seins sein. Flo ist ruhig. Das ist nein! Das ist viel zu bad. Der Typ hat Netherbrick benutzt. Netherbrick? Ich finde das gut. Ohne Mist, ich finde das gut. Ich mag die Stützen, ich gebe ihm okay. Ich gebe ihm episch, weil es ist wirklich ja das Konzept gut getroffen. Es ist klein. 100% safe. Nein, das ist nicht. Man kann ja auch mal andere Leute anerkennen. Der hier zum Beispiel hat einfach gedacht, wow. Ich baue kein Haus. Der hat eine Wand gebaut. Es ist, das ist kein Haus. Der hat eine Wand gebaut. Ich muss schon gut geben, es ist schon not bad. Es trifft modern ich halt. Ich gebe ihm okay, es ist halt kein Haus. Pixel Art. Pixel Art. Ich gebe auch okay. Okay, das hat so ein blaues Glas. Das finde ich jetzt irgendwie nicht so schön. Mit aber den Steinsäulen. Übrigens ist da. Ja, aber mit den Steinsäulen finde ich nicht so schön. Das ist ja so ein Fertighaus. Ja, nö, das sieht aus wie so eine Garage. Es gab bei uns mal, wo ich früher gewohnt habe, so einen Eingang zu so einer Tiefgarage und das sah ein bisschen so aus. Das ist halt irgendwie. Das ist Top Sans. Halt nur Glas. Ja, ich dachte mir schon. Ja, ich wollte es schneller machen, weil hätte ich mehr Zeit gehabt, hätte ich noch so einen Vorgarten. Ich bleib fair, ich gebe ihm okay. Das ist schon wieder kein Haus. Das ist ja, nee, mag ich nicht so. Nee. Für die Zeit gebe ich einen Kacker. Weißt du was? Wobei, honestly, für die Zeit gebe ich auch einen Kacker. Ich gebe keinen super Kacker, weil er wenigstens versucht hat, ein Haus zu bauen und nicht einfach irgendwelche Blöcke so platziert hat. Komma, hier ist zu wenig Tiefe. Ich mag aber den Zaun hier. Enrique. Ich mag, dass er diese clean Enrique Blöcke benutzt hat. Hat das gemacht. Diese, weißt du was ich meine? Diese so Terracotta. Was ist denn das? Das ist super Kacker. Wow. Ja. Wenn das von einem von den also Chaos-Leuten hier ist, sorry, aber das ist... Sorry an unsere Chaos-Gang, aber, das ist... aber es ist ein Welpe drin, aber trotzdem, sorry. Nee, das ist, das ist nicht doch nicht futuristisch. Nehmen. Ich weiß nicht, nämlich von wem es ist. Ist es? Ja, es ist von Chaos-Leni. Du hast es schon nicht gewusst. Persönlich, du hast die Mühe gegeben, ich hab geschrieben, aber... Ich mag das. Guck mal, Chaos-Leni entschuldigt sich, sagt sorry. Das ist auch zu klein. Also, es gab ja dieses eine, was klein war, nee, was so viele Details hatte. So, aber das finde ich irgendwie... Das ist ganz. Das ist echt gut. Hauptsache jemand schreibt Top 2. Das wird eingerichtet. Der kennt mich nicht mal. Ich geb ihm okay. Echt? Ja, aber nee. Es ist für die Zeit. Für die Zeit, meine ich. Ja. Chaos Lara. Unsere Chaos-Leute. Andererseits wollten die Chaos-Leute auch kein Bild-Battle spielen. Wir haben die einfach in die Lobby gezogen. Also Props an euch, oh, dass ihr trotzdem das einfach nicht geliebt seid. Flo-Seins. Wow, Alter, der Typ hat sich richtig hat Mühe gegeben. Honestly, also ich will jetzt nicht haten, aber es sieht nicht so hübsch aus. Das ist das Haus aus Minecraft Omega. Ist dein Lieblings Minecraft Serie? Kennst du das nicht? Nein, hab ich nicht geguckt. Ich meine natürlich ja, Minecraft Omega. Meine Lieblings Minecraft Serie. Natürlich. Oh, sorry, ich hab nicht gewartet.
vergessen. Ich guck mal, das mit den Schnee-Ottingern. Ich mag das Gras obendrauf. Und das könnte Ronjas sein. Guck mal, das ist ja, mit so Holz. Das sieht eigentlich nicht schlecht aus. Ja, das ist deins wahrscheinlich. Ich hab vorhin auch eins gelobt, was du nicht meinst. Warum kann ich denn nicht mal was Positives über Leute sagen? Ich geb dem episch. Der hat es gut gebaut. Das hat zwar keine Türen, aber er hat es gut gemacht. Nein, es ist von Erdrohr. Das ist richtig da, okay. Guck, ich bin einfach nur ein netter Mensch. Ich weiß gar nicht, warum ihr so... Was ist das denn? Boah, das ist nicht Ronjas. Das ist Eis. Mit blauer Bolle, mit Teppich. Das ist so ein hypermodernes Ding. Ja, aber wo ist denn der Eingang? Ich weiß nicht. Warum sind denn überall Zäune? Also so. Futuristischen Häuser von Chaos Lemi ist auch verwirrt. Was ist das? Ein Wasserrutscher. Elsas Home von Frozen? Ich hab ein Legendary gegeben, aus Versehen. Aus Versehen. Ich hab Tops aus Versehen reported. Das könnte Ronjas sein. Das ist auch meins. Ich bin nicht fertig geworden. Ja. Soll ich fair bewerten, oder? Ja. Leckantri. Rüdi, Leckantri. So ein Haus, weißt du, Ronjas soll Architekt werden. Weißt du, ein Dach braucht man nicht, warum auch? Ich warte keine Zeit mehr, ich bin ein langsamer Bauer. Wozu braucht man ein Dach eigentlich? Ich bin ein langsamer Bauer, okay? Ich kann meine, die schönen regnet, Sachen machen. Dann bist du wenigstens sauber. Hä, wenn es regnet, mach aber den Mund auf und trink den Regen. Ja, Alter, easy, win und so, ne? Das ist einfach nur ein Block, also ich bitte euch. Das ist nicht gut. Ja. Da fand ich Ronjas besser, obwohl es kein Dach hatte. Also, meinst du, er hat zwei Etagen, ja? Und wenn du dich unten in die Etage stellst, wenn es regnet, dann wirst du auch nicht nass, weil da der Boden ist. Mal da. Du wirst bei Fluss auch immer der Boden nass. Läuft der Heck. Das ist ein UFO. Ja, das ist aber. Das ist kein Haus. Futuristisch. Miau, mit hochgesaugt. Miau. Er hat sogar einen Bart gemacht. Okay, weißt du, was ich gebe? Okay. Ich meine Deutschlehrerin würde sagen, klassische Themenverfehlung. Klassische Themenverfehlung. Warum? Das hat deine Deutschlehrerin dir oft gesagt, Flo. Manchmal? Oh, ja, den fand ich gut. Dem habe ich auch Legendary gegeben, glaube ich. Nee, weiß ich gar nicht. Ja, ich habe dem auch eine Stelle gegeben, aber ich dachte, bist du. Ja, gut. Was ist für diese Folge, Masterbilders? Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da. Und macht's gut. Bis morgen. Ciao.